Daniel, die Tribünen dann voller aussehen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich total, hier zu sein. Auf die Frage, wie ich genannt werden möchte, das ist wie gesagt Alexei oder Aloscha. Das ist der große Name von Alexei. Das ist in unserer Sprache so, deswegen ich bin da völlig offen. Gut, dann ab sofort bei uns beim FC Erzgebirge Aue. Willkommen an unseren Chefcoach Aloscha Szydlewski. Du bist jetzt schon eine Weile da bei uns im Erzgebirge. Wie gefällt es dir und wie hast du dich eingelebt, wenn man das in der kurzen Zeit so sagen darf? Ja, wie gefällt es mir? Ich sehe jetzt nur hauptsächlich hier die Trainingsplätze, die Stadion. Ich sehe mein Trainerteam häufiger und länger als meine Familie. Aber es ist schön auf jeden Fall. Ich freue mich, die Jungs täglich zu sehen. Ich freue mich, ich gehe immer mit einem ganz, ganz guten Gefühl zum Training. Und das ist einfach der Verdienst des Trainerteams, aber auch der Mannschaft. Das sind sehr, sehr zuvorkommende Jungs, die wissbegierig sind, sehr offen für Neues. Und ich habe mich total gut eingelebt und ja, genieße einfach jede Minute, die ich mit der Mannschaft verbringen darf. Sehr schön zu hören, freue ich mich. Du bist jetzt bei unserem Traditionsverein. Wie möchtest du deine Ziele verwirklichen? Vielleicht ganz kurz. Verwirklichen. Erstmal müssen wir, letztendlich geht es um Sport und bei uns im Fußball genauso, es geht um Gewinnen. Also wir wollen in jedem Spiel Punkte wegnehmen, dem Gegner maximal alles abverlangen, dass jeder einfach ein unfassbares, ekliges Gefühl hat, gegen Aue zu spielen, müssen alles abverlangen und natürlich, das Ziel ist immer, die Devise wird sein, in jedem Spiel mit einem, ja, zumindest einen Punkt mindestens, besser sind 3 Punkte. Jetzt in der Vorbereitung geht es natürlich eine etwas veränderte Spielweise den Jungs nahe zu bringen. Machen sie schon sehr, sehr gut in der kurzen Zeit und selbst überrascht. Und mal sehen, wo das dann hinführt. Also das große Ziel ist klar der Klassenhalt, aber wenn es mehr wird, das ist umso schöner und das strebe ich an und die Jungs genauso. Deswegen wollen wir nach dem Maximum streben. Klingt sehr gut. Ich habe dich bei unserem Testspiel gegen Bamberg beobachtet. Da hast du sehr aktiv gecoacht, viel kommentiert. Wird das bei Punktspielen genauso aussehen oder hältst du dich da ein Stück mehr zurück? Nee, das ist meine Coaching-Art. Unsere Spielweise wird auch sehr intensiv sein. Und wenn die Jungs intensiv und aggressiv spielen wollen, müssen, sollen, dann muss ich das natürlich als Trainer vorleben. Und deswegen werden die Anweisungen genauso emotional, aber trotzdem produktiv und konstruktiv sein. So, letzte Frage. Gibt es noch was, wenn es auch heute nicht so viele sind, aber das wird mehr, haben wir gerade schon gesprochen. Möchtest du unseren Fans, Zuschauern, kommt ja vielleicht noch bei YouTube, noch was mit auf den Weg geben? Hallo, Schatten. Ja, das Allerwichtigste ist, dass ihr alle gesund bleibt, weil in der schwierigen Zeit ist es ja wirklich jetzt nicht normal, dass man jetzt, ich hoffe, dass der Alltag weiterhin für alle geöffnet wird und für alle zugänglich ist. Und das Allerwichtigste kann ich wirklich nur allen nur alles Beste wünschen, dass man gesund bleibt. Und ich hoffe sehr, dass die Fans genau das leben möchten hier im Stadion, dass man euch hört und dass ihr die Spiele besucht von uns. Auch auswärts würde mich total freuen über jede einzelne Unterstützung. Aber das Heimstadion sollte uns eine Wand sein und dafür seid ihr Fans verantwortlich und da freue ich mich auf eure Unterstützung total. Deswegen auf eine geile Saison. Aloscha, vielen Dank. Heute erstmal viel Erfolg fürs Testspiel gegen Magdeburg. Aber viel wichtiger, viel Erfolg dir, deinem Team, unserem Team, unserem Verein für die neue Saison. Glück auf, Aloscha.